MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Homefront. Und weiter geht es, würde ich sagen. Ich so. Nicht mit mir an. Habe ich das vorgehabt? Nein, ich glaube nicht. Moment, noch eine höher. So, wir gehen einmal ganz kurz an die frische Luft. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, dankeschön. Angriffen auf Friedenswächteranlagen wirkt tödliche Gewalt entgegen. Ja gut, das klingt irgendwie logisch. So, wir haben noch einiges zu tun. Wie man sieht, hier ist ja noch definitiv einiges zu tun. Und hier haben wir aktuell Herzen und Gedanken. Signalisiere den Bürger von Elston, den Widerstand zu unterstützen. Okay, das machen wir doch, würde ich sagen. Na, wir haben auch drei Nachrichten. Die sind aber relativ uninteressant für uns, glaube ich. Ja. Tagebuch, Transponder. Auf Randalierer macht er tödliche Gewalt. Ja, okay. Gehen Sie sofort auseinander. Ja, natürlich. Machen wir da immer. Hoppala, so. Wir sind in der gelben Zone, bedeutet, hier sind Wachen unterwegs und diese Wachen mögen uns nicht. Wie ihr seht, wir haben die Aufnahmezeit jetzt auf 30 Minuten erhöht. Ich bin dir echt was schuldig, Kind. So, ich würde sagen, der wird nach Hause, hier ist das nicht mehr sicher. Keine Probleme mehr machen. Wir haben auf jeden Fall noch jede Menge zu tun hier. Okay. So, den schnappen wir uns auch noch da vorne. Oh, das ist dieser Panzer. Los rein hier, sehr gut. Boah. Scheiße, hey. Na, komm daher. Oh, nicht gut. Aua, das tat weh. Aber war auch knapp, hä? So, Abflug. Ich würde sagen, wir verkrümmeln uns. Und wir nehmen uns mal einen anderen Weg. Haben Sie uns schon gesehen, Leute? Ich glaube ja. Ja, eindeutig. Los, laufen. So, nochmal kurz heilen. Ah, war nicht? Okay, oh, tot. Okay, das ging schnell. Okay, also, ja, wir spielen ja hier auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ne? Das ist dann auch nochmal eine Geschichte für sich. Was auch nicht gerade einfach ist. Mal ganz kurz schauen, ob wir hier irgendwas an Ausrüstung anpassen können. Wir können nur die Schrotflinte oder das Kampfgewehr wählen. Pistolenmäßig können wir nichts ändern. Schade eigentlich. Aufsätze, Verbrauchsartikel. Haben wir zum Glück alles soweit vorrätig. So, ich hoffe, den. Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie Ihren Ermittlungsteams. Oh. Mal schnell ausgeschaltet. Achtung, es kommen Soldaten. Oder nicht? Kommen keine? Es wird ungemütlich, Leute. Oh ja, es wird sehr ungemütlich hier. Helfen Sie allen Friedenswächtern.
Sehr gut. Es gibt auf jeden Fall genug Munition dadurch. So, ganz kurz zurückziehen. Jetzt haben wir hier nämlich ein großes Problem. Ich denke mal, von hier oben haben wir eine gute Aussicht. Sehr gut. Sehr gut. Oh, die Munition geht leer. Ganz kurz nachfüllen. Oh, 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 oh. Zielen. Fuck. Rein hier. So. Ganz kurz. Ausrüstung nicht anpassen, sondern wir brauchen ein Gesundheitskit unbedingt. Sonst machen wir das Ganze hier nämlich nicht lange. Gibt's hier keinen zweiten Ausgang, Leute? Sonst haben wir echt ein Problem. Okay, sie haben uns... Sie überfallen uns hier gerade. Ein bisschen. Was ist los, hä? Raus mit dir. Tschüss. So, ich denke mal, wir haben es jetzt gerade ein bisschen ruhiger. Okay, die Jungs sind da draußen alle. Jetzt müssen wir ein bisschen ruhiger sein. Ratzplatz. Kurz nochmal Munition auffüllen. Oh, ich glaube, es hat sich erledigt. Ja, anscheinend beruhigt sich die Lage gerade etwas. Räumen Sie die Straßen. Ich wiederhole, räumen Sie die Straßen. Dies ist die KVA. So. Von der KVA gibt es echt viel zu viele. Kurz warten. Er kommt. Achtung. Und raus. So. Weiter so, Brady. So kommen noch mehr Leute auf unsere Seite. Oder auch nicht. Es gab einen schwerwiegenden terroristischen Vorfall in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich muss hier weg. Wahnsinnige. Weil wir hier echt ein Problem sonst haben. Einen schwerwiegenden terroristischen Vorfall. So, wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten? 115 Meter sind das nur. Und trotzdem haben wir hier voll die Probleme. Unten sind zwei Wächter. Achtung, Bürger. Gesellschaftsfeindliches Verhalten. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich sehe sofort nach Hause zurück. Sonst werden sie verhaftet. Okay, das können wir zwar bauen, das möchte ich dafür aber echt ungern missbrauchen. Mal ganz kurz gucken. Lauf können wir nicht ändern. Zivile Störungen werden nicht toleriert. Warnung. Zivile Störungen werden nicht toleriert. Ganz kurz zielen und... So, sehr gut. Bleiben Sie ruhig. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz gucken, wie wir hier am besten... Friedenswächter werden sich der Sache in Kürze annehmen. Ihr Schweine habt es verdient. Rüberkommen. Na, da hinten können wir locker flockig rüberkommen. Denke ich zumindest, dass wir da durchkommen. Ja, doch. Da vorne schaffen wir es. Störung. Bleiben Sie ruhig. Offiziere sind unterwegs.
Eieieiei, was ist los hier, Mann? Unfassbar. Aber wir treten heute wieder fleißig der KVA in den Arsch. Was ich persönlich extrem wichtig finde. Alle Leute, die verhaftet werden möchten, sollten sofort in ihre Wohnungen zurückkehren. Es gibt hier aber auch echt schöne Wohnungen. Alle Bürger aufgepasst. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind ein Verbrechen. Illegale Gruppen werden... Wisst ihr, woran mich das erinnert? So ein bisschen an, Hitler. Nur so ein bisschen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Achtung, Bürger, ich habe den Weg gefunden. Das Anfachen von Protesten ist ein Kapitalverbrechen. Erstmal klingeln und dann doch einfach reingehen. Sehr geil. Wie soll das sein? Da werden einige dringend nötig haben. Ja, denke ich auch. Wir müssen den Druck auf diese Nordwechsel aufrechterhalten. Okay, wir müssen irgendwie runterkommen. Ah, hier geht's runter in den Keller. Sehr gut. Und Brady, gute Arbeit da draußen. Danke. Gucken wir mal, was jetzt abgeht. Was wird passieren? Ah, 100%. Super. Leck mich am Arsch. Die Cola blubbert. Über. Wuhu, wir haben es geschafft. Es wird Zeit, Austin zurückzuerobern. Kurz Moment, Leute. Die Cola hat sich selbstständig gemacht. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ah, schön. Ach ja. Alles dicke nass. Leck mich am Arsch, ey. So. Das ist ekelhaft. Alles nass, hä? So. Vielleicht kann ich jetzt kurz einen Schluck trinken. Ich probiere es nochmal. Ja. Kennt ihr das? Ihr macht ein Getränk auf. Und vor allem... Brady, hier spricht Burnett. Du musst zu mir in die Klinik kommen. Ja. Sie ist auf deiner Karte. Okay. Ich will, dass du siehst, was du getan hast. Auf dem Weg. Kurz Munition eingesammelt. Okay, harter Typ. Du bist ein jetzt harter Typ. Ganz schnell zur Klinik rüber. 104 Meter entfernt. Ist zum Glück nicht so weit. Hey, suchst du Ärger? Du brauchst nur ein Wort zu sagen. Ja, komm mit. Ich brauche ein bisschen Hilfe, um hier rüber zu kommen, glaube ich. Hier ist immer so viel Präsenz unterwegs, in den Ecken und Straßen hier. Aber aktuell ist tatsächlich gar nichts los. Jederzeit. Danke trotzdem. Los, ab in die Klinik. Ich bin gespannt, was los ist, weil es hörte sich sehr ernst an. Eher negativ ernst. Wehr dich nicht. Was ist los hier? Ja, er scheint uns... Ja, okay. Wunderbar. Gut zu wissen. Scheiße. Hi, Burnett. Sieh dich um. Ja. Sieh dich gut um. Das ist dein Werk. Du und Ned, ihr habt in dieser Zone Probleme gemacht und das ist der Preis dafür. Menschen, was? Brady. Unschuldige Menschen. Was ist los mit dem? Dieses ganze Gerede über eine Revolution... Aber am Ende müssen immer die normalen Menschen leiden. Ja gut, dann müssen wir jetzt durch. Kann ich denn dafür? Ich habe einfach nicht genügend Vorräte, um jeden zu behandeln. Okay. Da du dafür verantwortlich bist, dass die meisten von ihnen hier sind, willst du vielleicht helfen? Die KVA hat ein Depot auf der anderen Seite der Stadt. Okay. Dort sollten medizinische Vorräte sein. Willst du etwas Gutes tun? Eindeutig. Besorg mir so viele dieser Vorräte wie möglich. Machen wir. Ist kein Problem. Okay, andere Seite der Stadt haben wir ein Vorratslager, so gesehen, von denen. Das werden wir uns jetzt schnappen, würde ich sagen. Ja, ich beeil mich. Oh. Hoppla, hier ist was kaputt gegangen.
Was ist los, hm? Sehr gut. Den haben wir. Die KVA ist nicht wie wir. Ja, das stimmt wohl. So, den hab ich mich erschrocken, hey. Alle Achtung, fliegt das Scheißding noch in die Luft. Was ist denn jetzt los hier? Leute, es wird hier geschossen, einfach auf die Zivilisten. Frag mich doch nicht. Diese Zone unterliegt nun den Anti-Feindschaftsmaßnahmen der Stufe 1. Okay. So. Sorgen wir erstmal dafür. So, jetzt sind hier überall Radios wieder verteilt. Da haben wir eins. Sehr gut. So, ganz kurz durchschneiden. Oh, sehr gut. Endlich nochmal was Vernünftiges gefunden. Zwei Brandbomben, sehr gut. Okay, das haben wir schon mal gefunden. Irgendwo muss noch ein Radio sein, aber deutlich höher, als wir jetzt gerade aktuell sind. Ich bin gerade am Überlegen. Hoppla. Wie wir da am besten jetzt hinkommen. Hier hoch? Ja, ne? Nein, nicht. Diese Einheit ist autorisiert, tödliche. Alle Achtung. Ja, ist ja okay, haben wir ja verstanden. Ja, haben wir auch verstanden. Ich würde gerne zu dem Radio, aber... Ich weiß gerade nicht, wie ich da hochkommen soll. Ist die Einheit das? So, und somit ist die Einheit schon mal gar nichts mehr. So. Müssen wir mal gucken, wie wir da... Kommen wir da irgendwie anders hoch? Nee, ne? Nee, okay, dann lassen wir das Radio da mal Radio sein. Boah, sehr gut. Erste Hilfe, Kids. Hier ist ja alles. Unfassbar. Mal ganz kurz drüber schauen. Super, wir können noch eine. Wir können eine Bombe bauen. Oh, das will ich nicht. Sonst war hier nichts. Ah, noch ein Gesundheitskit, sehr gut. Immer E-Spammen. E-Spam, E-Spam. Oh. Den brauche ich nicht. Trotzdem danke. Hier lag eine Einheit rum. Ich wollte gerade sagen, hier ist da jemand. Das sieht aber nicht danach aus, dass hier noch irgendwas ist, was praktisch wäre. Nein. Wir müssen natürlich weiterhin vorsichtig sein. Wenn wir hier nicht direkt sterben wollen. Meinen Schwanz lutschen. Okay, dann lass die KVA das mal machen. Ich finde das ganz schön ekelhaft. Wenn das so ein Typ sagt, aber... Wer weiß, vielleicht mag das ja, ne? So. Na komm, wir gehen mal zum Zielort. Und guck mal, was wir da so anrichten können. Beziehungsweise, ob wir da was retten können an den Hilfsgütern. Ist ja zum Glück nicht so weit. Noch 83 Meter. Die Wege sind alle versperrt durch die KVA. Das ist echt scheiße. Aber die Revolution. In deiner Nähe gibt es ein verlassenes Apartmenthaus. Der Widerstand könnte es als Unterschlupf nutzen. Finde einen Weg hinein. Hier spricht Burnett. Das ist das Depot.
Anscheinend ist es durch elektronische Schlösser gesichert. Aber deine Freunde vom Widerstand haben Möglichkeiten, um sie zu überschreiten. Okay. Ich habe gehört, dass Ned in diesem Distrikt eine Ausrüstungsfabrik aufgebaut hat. Vielleicht können sie dir dort helfen. Ich sende dir ihre Position auf dein Smartphone. Diese Einheit ist autorisiert, Verbrecher mit tödlicher Gewalt zu bestrafen. Gut, jetzt müssen wir gucken. Wow, was war das? Das ist das Haus, was wir einnehmen können. Das ist nicht unpraktisch. So, und hier müssen wir jetzt gucken. Achso. So, ich denke mal, das hat ihn gut geschwächt. Wir werden ihm jetzt den Rest geben. Es brennt ein bisschen. Vorne kommt eine Wache. Entschuldigung. So, wir müssen jetzt gucken, was wir machen. Okay, es geht los, Leute. Auf geht's. Jetzt die Teile einsammeln und los. Los verdrücken, weil sonst wird's hässlich. Denke ich zumindest sonst, dass es hässlich wird. Ah, ah, super, wir kommen rein. Hey, du bist Brady, richtig? Jo. Du leistest hier draußen wirklich tolle Arbeit. Dankeschön. Dafür haben wir aber gerade keine Zeit. Okay, wir kommen so rum. Hey, Brady. Hi. Du scheinst einen Lauf zu haben. Ja. Hier, sieh dir das an. Das sind Hackgeräte. Okay. Wir haben sie dazu konzipiert, KVA-Systeme vorübergehend zu überschreiben. Hm, hört sich gut wir an. Wir haben dieses KVA-Tor aufgebaut, um sie zu testen. Frag nicht, woher wir es haben. Siehst du die Kabel, die zu diesem Terminal dort führen? Wirf einfach das Hackgerät auf das Terminal und das Tor öffnet sich. Aber das ist noch nicht alles. Drohnen und Geschütze haben dieselbe Schwäche. Wenn man sie hackt, drehen sie durch und greifen die KVA an. Ja, aber nur bis die Systeme zurückgesetzt werden, dann funktionieren sie wieder normal. Also sei vorsichtig. Okay, gut. Hier, nimm ein paar Hackgeräte und probier's aus. Gerne. Diese Hackgeräte überschreiben Drohnen, Sicherheitstüren, Kameras, was du willst. Ziemlich nützlich. Wirf den Hack einfach auf die Konsole. Oh. Bingo. Du bist gerade in ein Hochsicherheitsgelände eingebrochen. Zumindest in der Theorie. Wenn dir die Hacks ausgehen, kannst du jederzeit mehr bauen. Ja, in Ordnung. Geh und mach Gebrauch von ihm. Wunderbar. Wir sehen uns. Das hört sich doch positiv an. Mal kurz gucken, ob ich irgendwie Kleidung kaufen kann. Oh ja, können wir. Oh, das ist vorteilhaft. Ja, das aber auch. Was haben wir hier? Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, wir sammeln noch ein bisschen. Ne, wir nehmen mal hier den erhöhten Rucksack mit. Ist nie verkehrt, Leute. So. Und schauen dann mal draußen uns ein wenig um wieder. So. Und dann schnappen wir uns mal diesen Hochsicherheitstrakt. Trakt? Wollte ich gerade sagen. Trakt heißt es, nicht Strakt. Hier ist eine U-Bahn. Und hier geht's rein. Okay. Aber da müssen wir nicht rein. Wow. Haben es immer alle so eilig, ne? Nein, das da. Quatsch, als ob. Ja, ist kein Problem. Macht nix. Das heißt, wir kommen also irgendwie alle hier rein, Bürger, ja? Die nicht verhaftet werden möchten, sollten sofort in ihre Wohnungen zurückkehren. Ja, dann.
würde ich sagen. Hi. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Aktuelle Terroristenbedrohungsstufe hoch. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Da oben also. Oh, 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 oh. Okay, gut. Da habe ich mich leicht verschätzt. Da, schätze ich mal, habe ich mich ein wenig verschätzt. Heißt aber, man kann diesen Distrikt wahrscheinlich ohne Alarm komplett ausschalten. Gut, probieren wir. Nichts ist unmöglich. Toyota. Super. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ernsthaft? Nee. Die galgenschallgedämpfte Waffe. Ist das jetzt deren Ernst? So weit zurück? Boah, das sind ja Kilometer, die ich jetzt laufen muss. Naja. Egal, komm. Dann laufen wir die schnell. Ist das? Ist eine Etage tiefer? Ist eine Etage höher? Das klingt natürlich positiv hier. Mal ganz kurz einsteigen hier ins Haus. Gut, schön von hier. So könnte es sein, dass wir in den Distrikt da vorne reinkommen, ohne gesehen zu werden. Denke ich zumindest, dass das von hier aus echt super leicht funktioniert, oder? Okay. Okay. Hoppala. Ah, okay. Das Ding hat auf uns geschossen. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Hast du es auch gesehen? Hässliches Teil. Terroristenbedrohungsstufe. Okay, wir gehen ja bei denen unter. Es gibt eine Soldatin, die durch die Skyline unserer verletzten Stadt streift. Sie ist eine Legende unter ihren Leuten. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen. Also das Geschütz da hinten. Aber bei Gott, sie kennen ihre Arbeit. Die Dinge so lange. Was? Dies ist eine Nulltoleranzzone. Kriegen wir den da oben? Von wo? Von da oben. Okay. Achtung, Gewalt gegen Friedenswächter ist ein Kapitalverbrechen. Man kann anscheinend irgendwie hier rein. Oder rauf. Achtung! Leck mich, der Täsche. Leo,
So, ganz kurz warten. Hier geht's ab, Leute. Wow, was war das? Okay. Ich würde ja schon grob schätzen. Sehr gut. So, das gehört uns. Ich würde schon fast behaupten, dass das unser ist. Ja, wunderbar. Hilfsdepot gehört uns. Perfekt. So muss das laufen. Ja, perfekt. So muss das sein. Okay, Leute, ich würde sagen... Ich werde dafür sorgen, dass die Vorräte bei Burnett ankommen. Wir müssen den Verwundeten dort unbedingt helfen. Aber wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Du hast Earlston wachgerüttelt und wir müssen das ausnutzen und die Polizeistation angreifen. Ja. Die Gefangenen sind unsere einzige Spur zu Walker. Du hast bewiesen, dass du was drauf hast, Brady. Ich weiß, dass du das kannst. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, bleibt gesagt, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut.